Mette Marit von Norwegen meldet sich beim mehrtägigen Staatsbesuch im Baltikum endlich auf dem öffentlichen Parkett zurück. Mitte März hat sich die Kronprinzessin einer Operation unterzogen und einige Termine abgesagt. Jetzt scheint es ihr wieder besser zu gehen und sie bezaubert mit einem strahlend schönen Auftritt. Gemeinsam mit ihrem Mann Hakon besucht sie das offizielle Dinner der estnischen Präsidentin in Tallinn. Dabei trägt die Norwegerin dieses traumhafte, bodenlange Pünktchenkleid, das sie bereits 2017 zu einem Event ausführte. Sie und Hakon wirken wie immer schwer verliebt und halten Händchen. Doch Moment, was ist da in der anderen Hand der Kronprinzessin? So eine winzige Klatsche haben wir wirklich lange nicht gesehen. Da kann doch kaum ein Handy oder Geldbeutel reinpassen. Aber der Kronprinzessin scheint es zu reichen und platzsparend ist das schwarze Minimodell allemal. Von den vorhergegangenen OP-Sorgen merkt man dem Kronprinzenpaar an diesem Tag nichts an und sie verbreiten gute Laune. Dabei geht es auch Hakons Vater, Harald, momentan nicht so gut. Der Hof meldet ihn diese Woche wegen Schmerzen in den Beinen krank. Vermutlich ist er, genau wie Mette Marit, in den besten Händen und wir hoffen, dass es ihm bald besser geht. Denn so strahlend wie bei diesem Termin sehen wir die norwegischen Royals doch am liebsten.